Hallo und herzlich willkommen zur 15. Episode der C++-Reihe für Anfänger. So, in den letzten paar Episoden haben wir uns zum Teil darum gekümmert, uns eine eigene Funktion zur Berechnung von Potenzen zu schreiben. Ich freue mich, euch nun sagen zu können, dass diese Bemühungen komplett nutzlos waren, denn es gibt das Ganze in C++ schon vorgefertigt. Dafür gehen wir einfach nach oben und sagen Hash include CMath. Und jetzt können wir eigentlich auch schon so gut wie alles Mathematische nutzen, was wir wollen. Ich sage einfach mal int, oder nee, sagen wir double, p für pau ist gleich. Und jetzt pau von 5 und 7 beispielsweise. Dann kann ich hier sagen std cout p, std endline. Das Ganze lasse ich jetzt einfach mal ausführen. Und dann sehen wir, hier kommt das Ergebnis raus. Vorteil hierin ist, das Ganze kann auch mit Kommazahlen perfekt arbeiten, auch mit negativen Zahlen. Haben wir ja fast alles schon bei uns implementiert, aber noch nicht ganz. Sehen wir, in dem Fall hier kommt etwas sehr Komisches raus. Gut, als nächstes kann das Ganze auch mit Wurzeln oder sowas arbeiten. Und zwar sagen wir dafür Double, zum Beispiel Root ist gleich und jetzt SQRT von 25. Und dann sagen wir wieder std c aus und jetzt root std endline. Lass das Ganze einfach mal durchlaufen und dann sehen wir, kommt da 5 raus. Auch da können wir natürlich auch mit Kommazahlen und allem Möglichen arbeiten. Gut, negative Zahlen ist es natürlich nicht ganz so praktisch. Also das Ding ist ja, von negativen Zahlen gibt es ja keine Wurzel, jedenfalls keine zweite Wurzel. Also wenn wir da jetzt minus 25 reingeben, seht ihr, das ist nicht ganz so angenehm. Ja, deswegen lassen wir das mal lieber. Und gehen jetzt zum dritten hin, was ich euch auf jeden Fall zeigen will, was es darin gibt. Und zwar können wir sagen double third root für die dritte Wurzel und die geht folgendermaßen CBRT. Und dort können wir zum Beispiel 125 reingeben, davon kommt dann auch wieder 5 raus, weil die dritte Wurzel von 125 ja 5 ist, logischerweise. Also sehen wir, ach verdammt, ich sollte natürlich auch das ausgeben, was ich ausgeben will. Wenn ich die Third Root ausgebe, dann seht ihr, kommt da auch wieder 5 raus. Wenn wir jetzt zum Beispiel 124 reingeben würden, dann würdet ihr auch sehen, das funktioniert auch wunderbar mit Kommazahlen. Kommt jetzt etwas, was annähernd 5 ist. Wenn ihr jetzt Wurzeln berechnen wollt, jenseits der dritten Wurzel, also vierte Wurzel, fünfte Wurzel, sechste Wurzel, was weiß ich was, gibt es dafür keine Funktion, die ihr so direkt verwenden könnt, aber ihr könnt euch da über die Pau-Funktion retten. Das werde ich jetzt aber nicht zeigen. Das ist dann natürlich wieder ein bisschen Mathematik. Müsst ihr dann selbst gucken. Es gibt da ein Potenzgesetz für, wie man Potenzen zu Wurzeln umschreiben kann. Also das kann man dann damit eigentlich ganz gut lösen, tatsächlich. Ansonsten sind das jetzt, denke ich, erstmal die wichtigsten Sachen gewesen, die es in der CMath-Datei gibt. Das wäre es dann auch für dieses Video schon wieder gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ciao!